Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin wieder Rolle Menge Manns und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Lego Star Wars, die Skywalker Saga geht in die nächste Runde. Der Anna hier, der ist irgendwie hart am Zucken, egal. Wir haben letztes Mal den Attentäter gejagt und müssen uns nun auf die Suche nach diesem dubiosen Kopfgeldjäger machen. Und Obi-Wan scheint da eine Spur zu haben. Wohin der zu so einem College hier, ne? Und mal nachfragen, ob der was für ihn haben könnte. Und ja. Darum geht es ja auch. Und gleichzeitig fällt mir gerade ein, können wir hier nicht. Jawohl, wir können es endlich auswählen. Und ich denke, direkt. Achso. Okay. Qui-Gon Jinn. Varianten. Cruiser-Teile. Ankauf cool. Und Verkauf. Cool, wir haben sogar ein Obi-Wan klassisch, Obi-Wan Episode 3. Wir kaufen das Gerücht zu Kia di Mundi. Und dann, welchen gönnen wir uns noch? Jattel, das ist eine geile Idee. Das ist eine gute Idee. Plo Koon, das ist einer meiner Lieblinge. Der einzige Jedi, der tatsächlich Machtblitze generieren kann, was sehr geil ist. Captain Typhoo haben wir jetzt noch dazu. Commander Cody. Rache der Sith, wie kommen wir noch? Commander Dakai, keine Ahnung wer das ist, aber den immer. Commander Green, natürlich! Immer doch, her damit, die Klone will ich alle haben. Weiß nicht, wer der zum Teufel das sein soll, aber ist mir auch scheißegal, wir haben genug Kohle. Ich kaufe die jetzt auch alle erstmal ein bisschen. Komm, den Gangenkrieger nehmen wir jetzt auch noch dazu. Wenn wir schon die Kohle haben, dann müssen wir die auch ausgeben, oder? So sehe ich das auch. Kopfgeldjäger, das ist gut. Das ist gut. Dann nehmen wir uns gerade den hier gerade mit, weil Kopfgeldjäger sind eine super Sache. IG-88, geil. Lass mich mal kurz schauen. Sehr cool, genau darauf habe ich... Jawohl, das ist das Beste, finde ich, ohne Scheiß. Deshalb liebe ich Kopfgeldjäger, das ist der Hammer. Vor allen Dingen, weil mit Kopfgeldjägern können wir halt auch nochmal um ein Vielfaches geileren Scheiß machen, teilweise. Ja, da vorne haben wir nicht so ein Ding. Muss ich hier erstmal durchschießen. Aus dem Weg! Geh weg, du Schweinehund! Jawohl, genau das wollte ich sehen. Achso, das geht gar nicht. Was ist ein Scheiß? Dafür brauche ich ein Spezial. Alter! Wir haben gerade so viel Geld verloren, wir müssen wieder Geld reinholen. So. Was denn das? Wir müssen den leider ersetzen, den Kamerad hier, durch einen Jedi. Würde ich jetzt mal sagen. Kibi-Streifen für euch. Kibi-Streifen der Spitzenklasse. Stellt mit diesen Kibi-Streifen eure eigenen Bosenburger zusammen. Was denn das? Hey, da ist ja was. Wo zum Teufel muss ich damit jetzt hin? Ach, hier oben. Oh, scheiße, abgestürzt. So, mehrere sogar davon. Okay. Was muss ich mit diesen Schlüsselkarten machen? Ich habe noch keine Ahnung, was. Und ich könnte einen Gangen hier gebrauchen. Jetzt. Tut mir leid, du musst leider dich in einen Gangen verwandeln. Was müssen wir jetzt hier machen? Alles klar, wir machen jetzt hier. Günstig und nahrhaft. Okay.
Cool, wir haben jetzt irgendwas aufgemacht. Meister Obi-Wan, ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Heldenrabatt, ja moin. Geil. Wir müssen natürlich hier ein bisschen Kohle machen, ne? Und wartet mal kurz hier. Hier ist auch irgendwo so ein Ziel, ne? Warte mal kurz, wenn ich jetzt hier lang gehe. Ist natürlich hier alles ziemlich verstrickt. Ah. Ich versuche nicht mit denen da oben im Senat, aber meine Sachen sind erschwert. Alles klar. Was mich jetzt halt mal natürlich interessieren würde, wo zur Hölle muss ich diese Chipkarte einsetzen? Auch cool. Sehr geil. Aber was mich jetzt viel, viel mehr interessiert, ist tatsächlich. Aber wir machen jetzt einfach erstmal die Dings weiter und danach machen, denke ich, machen wir uns mal an eine Runde Sightseeing hier. Weil ich weiß, sonst kriegen wir das nicht unter. Und ich habe jetzt gerade wesentlich mehr Bock tatsächlich. Was? Ungesunde Ernährung, Auftrag angenommen. Bin ich bescheuert? Warum? Ja, okay, komm, wir markieren den uns und beim nächsten Mal machen. Aber wir wollen jetzt erst einmal zu dem anderen da. Was ist denn das? Achso, das ist das schon. Ah, das ist ein Gangen. Wer möchte, dass wir diesen Gangen finden? Aber später. Oh. Erstmal gehen wir hier rein ins Diner. So. Gucken, wie es weitergeht. Okay, reg dich nicht so auf. Mach ja so schnell ich kann. Das ist Dex. Mal sehen, wo das Problem ist. Mal sehen, wo das Problem ist. Ja, ist unordentlich wie Sau hier alles. Hi, Dex. Du, hast mich kalt erwischt. Wanda, meiner besten Kellnerin, ist eine Sicherung durchgebrannt. Und ich schaff's nicht, alle Kunden zu bedienen. Würdest du deinem alten jetzt Kumpel aushelfen und ein paar Bestellungen zu den richtigen Tischen bringen? Ich bring die alte Wanda wieder in Ordnung. Wenn wir fertig sind, gehöre ich ganz die. Toll! Okay. Du musst einfach nur herausfinden, was die Kunden bestellt haben und ihnen dann das Richtige bringen. Ja, moin, ne? Hallo! Was wollen Sie haben? Was ist denn nun mit meiner 6-6-Schichttorte? 6-6-Schichttorte? Ja, das ist doch einfach. Das ist das. Madame, bitte. Perfekt, vielen Dank. Es geht doch nichts über ein großes Tässchen Ardis. Ardis. Mein Ardis, danke. Ja, ja, du mich auch. Wo ist mein Shorter Club Sandwich? Meine Deine Parkour läuft bald ab. So, ich krieg dir noch was zu fressen hier, dort, Rufto. Sieht lecker aus. Sieht aus wie Scheiße, Mann. Oh, was willst du? Ich glaube, es wäre fast schneller nach Naboo zu fliegen und mir dort selbst ein paar Nuna-Schenkel zu... Nuna-Schenkel, aha. So. Wow, lass mal probieren. Könnt ihr mir meine Photonenbrause bringen? Sie ist hellgrün. Ist hellgrün? Ah, das wird ja ganz schwierig sein. Die Photonenbrause läuft. Alter, das
sprudelt der richtig. Ich glaube, wenn man das trinkt, dann hat dann am Ende ein Feuerfurz raus, ey. Junge, Junge, Junge. Dexter. Haben alle ihre Bestellung erhalten? Klasse. Ich schulde dir was. Und Wanda auch. War reichlich Arbeit nötig, aber sie wird schon bald wieder Tische abräumen. Alles klar. Worüber wollt ihr reden? Setzt euch. Bin gleich für euch da. Ja, sehr gut. Sag mir, was das ist. Das ist eine Spritze. Was du hier hast, ist ein Kamino Saber Dart. Kamino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt das in der Republik? Nein, nein, es ist hinter dem Outer Rim. Diese... Hinterm äußeren Rand. Bleiben gewöhnlich unter sich. Ja, damit hat er jetzt gerade wieder einen umgebracht. Der ist gerade abgekratzt. Nein, er auf dem Fußboden, das ist unhygienisch. Karten noch nicht bemerkt. Los, gehen wir zum Archiv. Ja, besser ist es, Obi-Wan. Also das ist ja eine Schweinerei, hat er den gerade abgemurkst. Aber Leute, bevor wir uns darum kümmern, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo oder... Und dann sehen wir uns, hoffe ich, beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lemmingmasse. Ciao.